Hi, in dem Video zeige ich euch jetzt, wie ihr die im Foldscope Einsteiger-Set mitgelieferten Mikrotiter-Objektträger nutzen könnt, um aus einer flüssigen Probe ein Präparat herzustellen. Und zwar habe ich hier eine Kartoffel dabei und wir werden uns gleich damit Kartoffelstärke angucken. Damit wir die Kartoffelstärke hier aufbringen können, müssen wir erstmal von den mitgelieferten transparenten Aufklebern uns einen nehmen. Und erst einmal von einer Seite hier aufkleben. So, und da können wir jetzt, wenn der Aufkleber drauf ist, legen wir den einmal nach unten und können jetzt da dann gleich unsere Flüssigkeit drauf aufbringen. Dazu schneide ich jetzt die Kartoffel einmal an und reibe hier ein bisschen Flüssigkeit aus der Schnittfläche zusammen. Ich sammle die hier an der Spitze, damit ich sehr gut hier reinbekomme. Hier muss ich jetzt aufpassen, ich habe aus Versehen ein paar Fasern von der Kartoffel mit abgerissen, dass ich die hinterher nicht im Präparat drin habe, weil an der Stelle kann ich dann die Stärke nicht gut sehen. So, und jetzt klebe ich von der anderen Seite noch so einen Aufkleber drauf. Der hat jetzt die Funktion von einem Deckglas. So, jetzt habe ich das Präparat vorbereitet. Und damit ich das jetzt im Foldscope gut angucken kann, muss ich noch zwei oder drei von den normalen Objektträgern nehmen und die dahinter legen, damit das Ganze insgesamt dick genug wird. Aber so kann ich das jetzt hier einfügen. Gerade wenn man das erste Mal hier einen Objektträger einfügt, geht das manchmal noch relativ schwierig. Das muss erstmal etwas ausleiern, damit das gut reingeht. Aber jetzt habe ich es auch drin und mache auch schon mal eine Grobjustierung, dass ich schon mal von Anfang an den richtigen Mikrotiter im Fokus habe. So. Jetzt müsste ich mir das Ganze angucken können und dann bringe ich das Ganze jetzt mal rein. So, und jetzt habe ich hier schon ein paar Stärkekörner. In der Mitte ist leider noch nicht scharf, deswegen versuche ich das in der Mitte auch noch scharf zu bekommen. Und hier sieht man sie wunderbar jetzt. In verschiedener Größe. Hier ist noch irgendeine Faser mit drin und hier sind ganz besonders viele Stärkekörner zu sehen. Okay, das ist also, wie ihr die Mikrotiter-Objektträger benutzt, um von Flüssigkeiten Präparat herzustellen, den Foldscope anzugucken.